Yeah, ich bin's, euer Nordmann. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, 7 Days to Die. Und heute sprechen wir mal über das leidige Thema, warum ist 7 Days to Die immer noch im Early Access? Was ist überhaupt Early Access? Und warum verstecken sich da so viele Spiele hinter diesem Titel Early Access? Deswegen lohnt sich heute das Dranbleiben und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und bitte liken, Freunde, das hilft mir auf jeden Fall weiter. Vielen, vielen Dank für euren Support und okay, let's go rein ins Video. Jeder von uns kennt diesen wunderschönen Schriftzug auf Steam, Early Access. Und da stellt sich natürlich die Frage, was genau ist Early Access überhaupt? Early Access, auch Alpha Founding, Early Founding, Alpha Access oder Paid Alpha, ist ein Finanzierungsmodell der Videospielindustrie, bei dem Konsumenten für ein Videospiel in einem frühen Entwicklungsstadium bezahlen, das spielbar ist, aber noch nicht fertiggestellt wurde. Ja, das ist genau das Gleiche. Ja, hört man direkt. 7 Days to Die ist noch nicht fertig. Ganz genau so ist es. Aber man muss ja sehen, es gibt verschiedene Arten von Early Access. Es gibt einmal den Early Access, wenn wir zum Beispiel mal an Dead Island 2 denken. Da habt ihr das vorbestellt und dadurch, dass ihr es vorbestellt habt, bekommt ihr einen Early Access eine Woche oder ein paar Tage früher. Das ist einmal ein Modell vom Early Access und dann haben wir natürlich das Modell, wo quasi bezahlt wird und die Entwickler mit den Konsumenten oder mit den Spielern zusammenarbeiten, um das Spiel zu perfektionieren. Was natürlich bei 7 Days to Die extrem ausgeweitet wurde. Man muss hier aber bedenken, dass wenn die jetzt sagen würden, okay, 7 Days to Die geht jetzt in die Beta-Version, würde es keine Erneuerung mehr geben. Es würde kein neues Minibike kommen, es würde kein neuer Charakter mehr reinkommen, es wäre auf einmal Stopp und wir müssen damit leben, wie es ist. Achtung! An der Stelle muss ich auf jeden Fall ausdrücklich sagen, das ist nur meine Meinung und ihr wisst, ich liebe 7 Days to Die. Auf diesem Spiel basiert mein ganzer YouTube-Kanal, von daher will ich dieses Spiel nicht schlecht reden und ich bin geteilter Meinung, was den Early Access von 7 Days to Die angeht. Man muss ja auch mal überlegen, es ist ja nicht nur 7 Days to Die, was immer noch im Early Access ist. Ich denke da an Sons of the Forest, Valheim oder Sunkenland. Es sind so, so viele Spiele, die sich hinter diesem Titel Early Access verstecken. Ich sage bewusst verstecken, weil sie wollen natürlich das Game perfektionieren. Was mich aber ein bisschen daran stört, ist, dass man als Spieler quasi ungewollt zum Beta-Tester gemacht wird. Über die Jahre. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, der mich an dem Early Access stört. Aber wie gesagt, auch andere Games haben den Early Access Status und es ist leider sehr normal geworden. Dann das nächste Thema ist auch zum Beispiel Sony, die Konsolen. Seit 2016 wurde 7 Days to Die nicht mehr geupdatet. Mit einer der Gründe ist, dass Sony nicht möchte, dass jedes Jahr ein Spiel geupdatet wird. Solche Spiele, die halt jedes Jahr geupdatet werden und halt nicht in der Beta-Version sind, will Sony nicht in der Bibliothek haben. Da steckt wohl noch viel, viel mehr dahinter, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Wir wollen ja heute über den Early Access sprechen und mir geht das persönlich auch ziemlich auf die Nerven, dass ich jedes Jahr meine Basen verliere oder... Ja gut, man kann Backup machen und so, ich weiß, Leute, ich weiß. Aber mir geht das auch auf die Nerven, dass man immer wieder einen neuen Spielstand anfangen muss. Aber das ist, wie gesagt, nicht nur bei 7 Days to Die so. Es ist bei Sunkenland genau das Gleiche. Um einfach die neuen Features spielen zu können, muss man einen neuen Spielstand haben. Es ist einfach
technisch so gut wie nicht möglich, eure alten Spielstände oder unsere alten Spielstände so anzupassen auf die neuen Sachen, dass die da drin funktionieren oder auch erscheinen. Was ich persönlich auch absolut nachvollziehen kann. Ist gerade bei den Survival Games ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe mir da viel, viel Gedanken drum gemacht und das nächste Thema ist zum Beispiel die Modder. Ich rede jetzt zum Beispiel die Modder von Asia Mod, die Modder von Darkness Falls oder auch der Modder von Undead Legacy. Das ist zum Beispiel einer der beliebtesten Mods und bis heute ist es noch nicht fertig für Alpha 21. Kann natürlich mehrere Gründe haben, dass der Modder irgendwie Privatprobleme hat. Man weiß es ja nicht. Vielleicht kriegt er aber auch einfach die Mod auf Alpha 21 nicht angepasst. Jetzt war mein Gedankengang bei diesem Ganzen, wenn jetzt mal Alpha 7 Days to Die aus der Alpha in die Beta kommen würde. Heißt das für die Modder, sie hätten auf jeden Fall Zeit, anstatt jedes Jahr ihre Mod für die neue Alpha anzupassen, was verdammt viel Arbeit ist, sage ich euch Leute. Deswegen dauert das ja bei der einen oder anderen Mod auch sehr, sehr lange. Die könnten diese Zeit auch damit nutzen, ihre Mod perfekt zu perfektionieren, wenn 7 Days to Die in der Beta-Version wäre. Von daher, wenn man es mal so sieht, wäre das für die Modder natürlich mega geil. Weil man es dann einfach perfektionieren könnte und viel mehr Zeit hätte, sich auf seine Mod zu konzentrieren, anstatt die anzupassen. Aber genau an der Stelle, wenn es so wäre, müssten wir jetzt damit leben, dass 7 Days to Die so ist, wie es jetzt gerade ist und es wird nichts Neues mehr kommen, es würden keine Veränderungen mehr an der Grafik oder sonstiges kommen und keine neuen Features. Es könnte selbstverständlich einiges am Movement und so weiter noch viel, 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 viel gemacht werden. Das ist auch, wie gesagt, noch ein ganz anderes Thema. Und man hat manchmal das Gefühl, dass die Funpimps nicht so wirklich darauf Lust haben. Ich weiß nicht, wie ich es gerade ausdrücken soll, sondern viel mehr Bock haben, neue Features und neue Sachen reinzubringen in das Spiel. Ihr versteht schon, wie ich das meine. Dann habe ich hier noch ein wunderschönes Video gefunden. Ist nicht lang, zieht's euch rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Deshalb sind je nach Rechnung ein Drittel bis ein Viertel der ersten Early Access Titel gescheitert und das Verhältnis scheint sich seitdem eher verschlechtert zu haben. Ein weiteres Problem von Early Access ist das immer weiter voranschreitende Verschwimmen der Grenze. Wann ist ein Spiel fertig und wann befindet es sich noch in der Entwicklung? Ein besonders prägnanter Fall ist der Zombie-Survival-Mix 7 Days to Die, der bereits seit 2013 als Early Access erhältlich ist und für den immer noch fleißig neue Updates erscheinen. Zudem sind die Wertungen auf Steam konstant positiv, was auf eine breite Unterstützung der Community hindeutet. Allerdings fühlt sich das Spiel trotz aller Stärken auch 7 Jahre später unfertig an. Diverse technische Unzulänglichkeiten und die optisch arg zweckmäßige Benutzerführung lassen grüßen. Es stellt sich ernsthaft die Frage, ob sich Entwickler The Funpimps jemals um das Feintuning bemühen oder lieber bis in alle Ewigkeiten an neuen Features werkeln möchten. Frei nach dem Motto, wieso sollten wir unseren Kurs ändern, wenn wir aktuell so erfolgreich sind? 7 Days to Die offenbart zugleich noch eine Schwachstelle. Während die zwischendurch veröffentlichten Konsolenversionen von der Fachpresse mit meist niedrigen Wertungen abgestraft wurden, gibt es kaum eine ordentliche Kritik über das PC-Original. Viele Magazine zieren sich nämlich, Early Access-Titel überhaupt zu rezensieren. Und die wenigen vorhandenen Artikel erinnern oft an Previews. Vorausschauend, hoffnungsvoll und selten kritisch. Ja, aus vielen Sichten hat der Bruder natürlich recht. Muss man tatsächlich sagen, das Video, was ihr gerade gesehen habt, das war auch von 2021, also jetzt auch schon 3 Jahre alt. Das Thema ist, es wird nie enden und es wird auch immer spannend bleiben. Trotz alledem werde ich dieses Game weiter immer lieben und auch für immer weiter supporten. Und wenn du 7 Days to Die auch liebst, vergiss nicht zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Norman.